und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Hier rede ich über die Unterschiede zwischen der Stimme dieser Welt und der Bibel. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und subscribe mich. Heute zeige ich euch meine Tattoos, wo ich sie gemacht habe, wann ich sie gemacht habe, warum ich sie gemacht habe und alles drumherum. Also viel Spaß beim Zuhören. Ich werde das in chronologischer Reihenfolge machen. Also ich werde mit dem beginnen, dass ich mir zuerst stechen lassen habe und werde dann immer weiter voranschreiten. Genau. Also, worauf ich eingehen werde, sind, in welchem Studio ich mir sie machen lassen habe, wie viel sie gekostet haben und falls es eine Story dahinter gibt, welche Story dahinter steht. Und ja, ich glaube, das war's. Mein erstes Tattoo, was ich mir stechen lassen habe, ist das hier. Hier steht Romans 6,4, also Buch Römer, Kapitel 6, Vers 4 und dahinter noch eine kleine Taube. Ich war 18, gerade frisch 18, als ich mir das stechen lassen habe. Ich habe mir das auch schon vor meinem 18. Geburtstag überlegt gehabt. Habe schon ein paar Monate davor einen Termin gemacht. Und zwar im Studio Bullshark heißt das. Also das ist ein Tattoo-Studio in Hürth, wo ich aufgewachsen bin. Woran ich mich bei Tattoos erstmal dran gewöhnen musste, war, dass wenn du da hinkommst mit einem bestimmten Motiv, dann werden die vielleicht nicht genau das, was du haben willst, dir tätowieren lassen, weil viele Tattoo-Artists sagen, das ist meine Kunst und ich will nicht genau das, was du jetzt mitgebracht hast, dir tätowieren, was ich auch vollkommen verstehen kann, weil es ist ja auch eine Kunst und man will ja auch nicht, dass irgendein Gemälde kopiert wird und dann ja einfach irgendwo anders veröffentlicht wird. Genau, und das zweite ist, dass Tattoos sind ja Kunstwerke, das ist wie was Gezeichnetes. Das heißt, es wird nie 1:1 genauso aussehen wie du, dein Motiv, das du mitgebracht hast. Es wird immer ein paar kleine Fehler geben, wo du auch oft drauf gucken wirst und dir denken wirst, oh, ich bin nicht so ganz zufrieden damit, weil da ist noch was und da noch ist noch was. Man findet immer was, was nicht perfekt ist, aber mit dem Gedanken muss man sich einfach anfreunden. Das sind halt keine Maschinen, sondern das ist halt mit der Hand sozusagen gezeichnet. Die Story dahinter ist, eigentlich war ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, also ich war Christ, aber ich sag mal so, Gott hat mein Denken zu dem Zeitpunkt noch nicht verändert gehabt. Dieser Bibelvers ist einfach für mich so bedeutend. Ich lese euch den jetzt mal vor. Wäre vielleicht mal ganz gut, wenn ich das machen würde, ne? Ich lese den jetzt mal auf Deutsch vor und zwar steht da drin, durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es dem neuen Leben entspricht. Ich liebe diesen Vers einfach, weil ich finde, das fasst einfach für mich eigentlich das komplette Evangelium zusammen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er für uns auferstanden ist und dass wir auch durch ihn neues Leben haben. Und das Lustige ist, zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht getauft. Also ich hatte nur die Kindestaufe, habe mich aber dann ein Jahr später, glaube ich, nochmal oder zwei Jahre später neu taufen lassen. Und ja, finde es irgendwie lustig, dass ich dieses Tattoo hatte, bevor ich mich eigentlich taufen lassen habe. Aber naja, genau, also es ist nicht perfekt gestochen, aber ich liebe dieses Tattoo. Das ist mein erstes Tattoo, das gehört einfach zu mir und ich zeige euch das mal ein bisschen näher. Ja, genau. Kommen wir zu Tattoo Nummer 2. Jetzt muss ich überlegen. Also ich habe viele meiner Tattoos im Doppelpack stechen lassen, weil das einfach günstiger ist. Sage ich gleich mal was zu. Ich muss überlegen, was... Genau, die nächsten beiden Tattoos habe ich mir in Bangkok stechen lassen, auf meiner Asienreise. Ich war 4 Monate lang in Asien, ich habe da Solo-Backpacking gemacht und habe mir am Ende des Trips, dachte ich mir, komm, ich lasse mir hier was stechen, weil in Thailand Leute, die Tattoos, bzw. die Tätowierer da sind, einfach nur so, so gut. Die haben viel mehr Erfahrung, weil die auch viel mehr Tattoos stechen, habe ich das Gefühl. Und sorry, aber ist leider so, die Preise sind einfach viel, viel günstiger und... Ich würde tatsächlich sagen, von den Skills her sind diese Tattoos meine Lieblingstattoos, weil die einfach so schön gestochen sind. Also da kann ich tatsächlich fast gar keine Fehler finden, vor allem bei diesem hier. Also das ist einfach perfekt gestochen. Genau, also das zweite Tattoo, beziehungsweise zweite und dritte Tattoo ist einmal das hier. Das sind Elefanten. Das steht für meine Mama und mich. Also das ist meine Mom, das bin ich und ich halte mich an ihr fest, weil meine Mama ist einfach so ein Fels in meinem Leben. Sie ist... ja, für mich auch in gewisser Weise ein Vorbild, weil sie einfach so eine starke Frau ist und sie ist im Moment in China, also meine Mama ist Chinesin, ist jetzt vor, ich glaube, 3 Jahren zurück nach China gegangen, um dort als Missionarin zu arbeiten und hat hier in Deutschland
ziemlich viel dafür aufgegeben und ja, meine Mama ist einfach mein ein alles. Ich zeige euch das Tattoo nochmal so ein bisschen näher. So sieht das aus. Also ich muss ehrlich sagen, es ist so krass scharf gestochen. Und auch die Schattierung ist das einfach nur, ich liebe dieses Tattoo. So, das nächste ist das hier. Es ist einfach, ja, ein Mandala. Das habe ich mir tatsächlich nur stechen lassen, weil ich es einfach super schön finde. Das ist auch einfach einer meiner Lieblingstattoos, weil es einfach schön aussieht. Ich finde, Tattoos müssen nicht unbedingt eine Story dahinter haben, sondern die dürfen auch einfach schön aussehen, weil sie den Körper schön machen. Und für mich sind Tattoos Kunst. Und genau, ich habe für die beiden Tattoos zusammen, ich glaube, 250 Euro bezahlt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es waren 250 Euro. Sowas von günstig, Leute. Das ist krass. Es ist krass günstig. In Deutschland findest du nirgendwo ein Tattoo-Studio, das dir für diesen Preis das hier stechen würde. Und vor allem so gut, so sauber. Also ich bin einfach nur... Das nächste Mal, wenn ich in Thailand bin, dann werde ich mir definitiv noch eins da stechen lassen. Ach ja, ich habe gar nicht den Preis zu dem gesagt. Dafür habe ich, glaube 120 Euro bezahlt. Genau, also Tattoo-Studios haben immer so eine Untergrenze. Meistens ist das 80 oder 100 Euro, meistens 100 Euro. Unter dem Preis werden die gar nicht die Maschine anfassen, weil Vor- und Nachbereitung ist halt einfach im Preis mit inbegriffen. Und deswegen ist es halt auch so teuer. Viele fragen sich, warum sind Tattoos so teuer? Aber man muss die Vorbereitung und die Nachbereitung noch mit einberechnen. Und ich habe mal mit meiner Tätowiererin darüber gesprochen und die meinte, die sitzt wirklich zum Teil den ganzen Tag nur hinten und desinfiziert die Maschinen und muss die laminieren und was weiß ich, kontaminieren und alles Mögliche, damit die ja eben steril sind. Und das kommt halt alles mit dem Preis noch drauf. Und wenn du halt nur einen kleinen Punkt dir stechen lassen willst, dann kostet es halt trotzdem 100 Euro, weil die das halt trotzdem machen müssen. Genau, also dass die 120 Euro, fand ich auch ein bisschen teuer, aber naja, Tattoos sind halt teuer, ne? Als nächstes kommt dieses Tattoo hier, das habe ich mir auch im Doppelpack stechen lassen. Das ist, also hier steht Saved by Grace, das ist auch angelehnt an einen Bibelvers und zwar Epheser 2,8. Und in dem Vers steht, For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. Also wir sind errettet durch Gnade, saved by grace, errettet durch Gnade, genau, und das heißt es einfach. Das andere Tattoo, was ich mir in der gleichen Sitzung stechen lassen habe, ist ein Kreuz hier hinten auf dem oberen Rücken. Und da steht drüber Out of Love, also aus Liebe. Aus Liebe ist Jesus für uns ans Kreuz gegangen. Das bedeutet das für mich. Diese Tattoos habe ich mir stechen lassen, nachdem ich, keine Ahnung, wie ich es nennen soll, wo ich halt einfach zu Jesus gekommen bin und ihm mein Leben gegeben habe. Da dachte ich mir, ich möchte noch ein Tattoo haben, das für mich einfach bezeugt. Ich weiß, dass das nicht nötig ist. Aber ich wollte das einfach, für mich war das so ein, ja, so ein Zeichen einfach. Und es ist nicht ganz klar, was die Bibel über Tattoos sagt. Es gibt, also ich persönlich kenne keinen Vers darüber. Was ich mir denke ist, das Herz ist am wichtigsten. Als ich die Tattoo-Termine gemacht habe, da hingegangen bin, mir das stechen lassen habe, ich habe da keinen Unfrieden in meinem Herzen gespürt. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass Gott sagen würde, ich finde das nicht gut, dass du das machst. Eigentlich sogar eher im Gegenteil, weil diese Tattoos auch eine Art Zeugnis sind und wenn Leute das sehen, vor allem das hier ist halt sehr sichtbar, wenn ich halt ja, im Sommer zum Beispiel, Leute sehen das halt direkt und fragen mich, hey, was bedeutet das? Und dann kann ich halt direkt antworten und den Bibelvers raushauen, was voll krass ist. Oder ich habe ja auch viele andere Tattoos, die auch sehr sichtbar sind, zum Beispiel das Kreuz oder auch noch andere. Das hier zum Beispiel auch. Leute fragen mich dann, was bedeutet das? Und das ist halt eigentlich super die Vorlage, um davon zu erzählen. Nicht, dass ich das irgendjemandem aufdrängen will, nur das will ich damit sagen, weil vielleicht jetzt manche Christen sagen würden, ja, aber Tattoos sind ja nicht gut und das ist ja vom Teufel und bla bla bla. Und ach Leute, bitte lasst mich einfach, bitte schreibt sowas nicht unten in die Kommentare. Und ich glaube, das ist auch eine Sache zwischen mir und Gott und niemand anders kann mich da richten, ja. Also diese Tattoos habe ich mir auch in Hürth stechen lassen. Wie heißt das Tattoo-Studio denn jetzt nochmal? Warte, ich muss mal kurz gucken. Das Tattoo-Studio heißt Pain on Skin in Hürth, wie gesagt. Habe für diese beiden Tattoos, ich glaube, irgendwas zwischen 180 und 220 Euro. Kann das sein? Ich kann mich ehrlich gesagt wirklich, an die kann ich mich leider nicht mehr so genau erinnern. Aber irgendwas dazwischen. Leider ein bisschen, ein ganz kleines bisschen vernarbt, kurz danach.
also halt in der Heilungszeit. Mittlerweile ist es eigentlich schon fast weggegangen, aber ich muss sagen, so die ersten paar Monate, also 2 Monate danach, war es schon so ein bisschen, also es war so ein bisschen hubbelig und es darf eigentlich nicht sein, aber jetzt bin ich zufrieden mit den Tattoos. Als ich mir die stechen lassen habe, war ich 19 und als ich mir die stechen lassen habe, war ich noch 18. Genau. Ich glaube, das war's von den Infos her. Dann hatte ich lange Zeit eine Pause. Warum? Keine Ahnung. Hab's einfach nicht im Kopf gehabt. War einfach so, dachte mir so, nee, reicht jetzt erstmal. Ich will jetzt auch nicht komplett meinen ganzen Körper voll tätowieren. Und dann irgendwann dachte ich mir, komm, ich habe nochmal Bock und habe dann auf Pinterest, glaube ich, oder nee, keine Ahnung, irgendwo online, diese Frau hier gesehen. Fand das ganz cool. Eigentlich tatsächlich auch das einfach, weil ich es schön finde. Ich zeige euch das mal. Es ist so ein One-Line-Ding, One-Line-Kunstwerk. Fand das halt schon irgendwie, seitdem das so in ist, fand ich das ganz cool. Genau, und habe das dann ein bisschen selber umgeändert. Also es war eigentlich noch mehr detailliert, habe dann so ein paar Sachen weggemacht. Also am Handy einfach ein bisschen bearbeitet. Bin dann damit zum Tattoo-Studio gegangen und das hier steht mehr oder weniger für Feminismus. Also einfach, ich finde halt den weiblichen Körper einfach mega schön. Ich finde, Frauen sind einfach was Faszinierendes und fand auch das Motiv schön und deswegen habe ich mir das tätowieren lassen. Das andere Tattoo, was ich mir dazu stechen lassen habe, ist das hier. Steht Sea Kim. Auch angelehnt in einen Bibelvers und zwar Matthäus 6,33. But first seek the kingdom of God and everything else will come into place. Ungefähr so, also trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen oder hinzugegeben werden. Und es ist nicht genau dieser Bibelvers, aber es ist eben daran angelehnt und Seek Him heißt halt, suche ihn. Und ich finde das eigentlich auch ganz gut, dass das nicht so offensichtlich ist, sondern dass Leute sich fragen, okay, was bedeutet das? Also wenn man, sage ich mal, wenn man Christ ist, dann wird man es schon verstehen. Vor allem, weil Him groß geschrieben ist und genau, ich glaube, es ist eigentlich das Wichtigste im Glauben, dass man immer wieder Gott sucht, jeden Tag neu. Weil nur indem wir ihn suchen, können wir ihn finden und ihn besser kennenlernen und deswegen ist das wirklich wie so ein Lebensmotto eigentlich für mich. Ich kann es leider selber nicht so wirklich sehen, ich sehe es nur, wenn ich mich im Spiegel angucke. Aber es ist ja wirklich wie so ein Lebensmotto, dass man ihn jeden Tag suchen soll. Für die beiden Tattoos habe ich 200 € bezahlt. Ich habe mir die stechen lassen bei Tintenwerk hier in Köln am Rudolfplatz. Kann das Studio wirklich nur empfehlen. Die Nui hat mir das gestochen. Die ist echt eine gute Tattoo-Artistin. Ja. Und hat das wirklich schön gestochen. Die habe ich mir mit 20 stechen lassen, kurz bevor meinem 21. Geburtstag. Nach dem Termin bin ich dann nach Hause gegangen. Und übrigens, du musst da nicht monatelang auf einen Termin warten. Eigentlich alle Tattoo-Studios, wo ich war, musste man nicht monatelang auf einen Termin warten. Ich finde das total bescheuert. Also, okay, ich kann das verstehen, wenn die halt immer ausgebucht sind, aber ich will halt nicht 6 Monate lang auf meinen Termin warten. Bis dahin will ich das gar nicht mehr haben, dann habe ich schon eine neue Idee. Genau, ich bin nach Hause gekommen und habe mir das im Spiegel angeguckt. Und das hier war halt dann noch nicht da. Das sah dann einfach so aus. Es war halt total, also hier war einfach so eine Lücke. Und ich fand das so hässlich. Ich weiß auch nicht warum, aber ich konnte echt nicht damit leben. Ich bin halt eine sehr impulsive Person und entscheide solche, also Entscheidungen, die jetzt nicht weltverändernd sind, für mich sind Tattoos nicht weltverändernd, dann entscheide ich das halt voll schnell und war dann echt abends so im Bett, dachte mir so, boah, okay, was kann ich mir jetzt hin tätowieren lassen, damit das nicht so leer aussieht und bin dann auf Salbei gekommen, das hier ist Salbei. So sieht das aus und das finde ich auch super, super schön, weil das auch hier oben voll viele Details hat und das ist auch eigentlich einer meiner Lieblingstattoos, also von dem künstlerischen her, weil es einfach super schön gestochen ist. Ich lag dann da im Bett und habe mir so viele Tattoos angeguckt und fand dann Salbei mega schön und für mich hat das die Bedeutung, dass wir immer am Wachsen sind. Also jeder Mensch geht durch ein Wachstum und wir alle sind eigentlich wie Samen, die halt, also wir werden geboren und dann wachsen wir immer mehr und reifen immer heran zu einem großen Baum und ich finde das einfach voll kraftvoll. Unser Leben ist auch vergänglich, genau wie das Leben der Pflanze. Irgendwann werden wir sterben, mit dem Unterschied, dass wir ewiges Leben haben. Aber genau, ich glaube, wir sind immer in einem bestimmten Prozess drin, den wir durchgehen und dieses Tattoo steht für mich dafür und vor allem, ich
glaube, es ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, dass man in einem Prozess ist und dass man am Wachsen ist, weil ich glaube, je bewusster man sich das macht, desto mehr kann man wachsen. Weil wenn man nie darüber nachdenkt und immer einfach so vor sich hin lebt, also man kann einfach viel mehr erreichen, wenn man sich dem bewusst macht, was mache ich hier, warum mache ich das, durch was gehe ich gerade und vor allem, was super wichtig ist, vor allem in Zeiten, wo man ja, in so einer Krisenzeit, wo es einem einfach nicht gut geht oder wo man bestimmte ja, emotionale Tiefs einfach durchgeht, zu wissen, hey, ich lerne aus dieser Situation, ich kann daraus was mitnehmen und werde danach einfach viel stärker sein. Und das, dieses Tattoo steht für mich, dieses Tattoo steht für mich dafür, so. Ja, aber eigentlich der erste Grund, warum ich es mir stechen lassen habe, ist, weil ich es schön finde und dann die Geschichte ist halt im Endeffekt danach gekommen, aber egal. Und dieses Tattoo habe ich auch zusammen mit einem anderen stechen lassen. Ich glaube, ich habe tatsächlich nachdem alle mir im Doppelpack stechen lassen, was echt krass ist, das ist mir gerade erst aufgefallen. Und zwar ist das dieses hier. Das ist gerade so ein bisschen verzerrt, aber es ist eigentlich, ist gerade gestochen, nur der Körper ist halt beweglich. Genau, also Remember Love Yourself First. Dieses Tattoo hat für mich eigentlich eine ziemlich krasse Bedeutung. Erstmal finde ich es cool, weil nur ich kann, also natürlich jeder andere kann es auch lesen, aber es ist halt so rum, dass ich es lesen kann, also dass ich halt so drauf gucken kann. Und es soll eigentlich wie ein Reminder für mich sein. Es steht ja auch Remember, also erinnere dich daran. Und zwar ist das ja eigentlich super unbiblisch, dieses Prinzip, also dich selber zuerst lieben, ist ja eigentlich nicht biblisch so. Die Bibel sagt ja immer, du sollst die anderen zuerst lieben. Aber was viele auch, sage ich mal, so ein bisschen in den Hintergrund stellen, ist, dass du andere nicht lieben kannst, wenn du dich selber nicht liebst. Und da gibt es auch einen Bibelvers zu. In Matthäus 22, Vers 37 steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und jetzt in Vers 39 steht, ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also das zweite Gebot ist genauso wichtig wie das erste, also liebe deinen Gott. Und das zweite Gebot sagt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und wie kannst du deinen Mitmenschen lieben, wenn du dich selber nicht liebst? Also wenn ich für mich selber keine Liebe empfinde, dann kann ich meinen Mitmenschen auch nicht lieben. Und deswegen glaube ich nicht, dass dieses Tattoo irgendwie egoistisch ist oder so, sondern für mich bedeutet das einfach nur, wie kannst du andere Menschen lieben, wenn du dich selber nicht liebst? Und erinnert mich vor allem auch an die Zeit, wo ich mich eben noch nicht selber lieben konnte, weil ich Gott nicht kannte und weil ich Gottes Sicht über mich nicht kannte und es für mich einfach schwer war, mich so zu annehmen, wie ich bin und auch andere Menschen zu lieben. Ist mir da auch wirklich schwer gefallen, weil, ja, keine Ahnung. Wenn man Gottes Liebe nicht kennt, ist es schwer, andere Menschen zu lieben, muss ich ehrlich sagen. Also bei mir ist das zumindest so gewesen und daran will ich mich mit diesem Tattoo dran erinnern. Hey Leute, während ich das bearbeite, ist mir aufgefallen, dass ich einen bestimmten Teil, warum ich mir dieses Tattoo stechen lassen habe, nicht wirklich genannt habe. Und zwar bin ich eigentlich zu Jesus gekommen, weil eine Beziehung in meinem Leben zu Ende gegangen ist. Und Jesus hat mich einfach gerettet in diesem Moment. Ich wüsste nicht, wo ich ohne Jesus heute stehen würde. Und zwar waren oft Momente in meinem Leben, wo ich mich selber nicht mehr wiedererkannt habe. Und zwar waren das Momente, wo ich nach Hause gegangen bin oder mein Ex-Freund nach Hause gegangen ist. Und ich war danach in meinem Zimmer und ich habe diese Leere in mir gespürt. Und ich war einfach unzufrieden. Ich hatte gerade das Gefühl gehabt, als hätte ich was verloren. Ich weiß nicht, ob das was mit Verlustängsten zu tun hat oder was emotional da in mir noch nicht wirklich verheilt ist. Ich kann es euch nicht sagen, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass ich diese Person verlieren würde. Und das waren keine schönen Momente. Das hat wirklich wehgetan und das hat mich auch so ein bisschen fertig gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich mache mich hier ziemlich verletzlich und ich teile das mit euch, weil mir das wirklich auf dem Herzen liegt, weil ich glaube, dass Menschen weiterhelfen kann, weil ich glaube, dass viele andere Mädels auch solche Situationen kennen. Das war so schwer für mich, dass sie nach Hause gehen und in diesen Momenten habe ich mich so kacke gefühlt. Und dieses Tattoo erinnert mich daran, dass ich mich daran erinnern soll, dass ich nur Gott brauche in meinem Leben.
dass die Beziehung zwischen Jesus und mir alles ist, was ich brauche. Ich brauche keinen Menschen, der mich glücklich macht, sondern Gott wird mir immer genügen. Und dieses Tattoo erinnert mich so krass daran, weil ich mich nie wieder so fühlen möchte, wie ich mich in diesen Momenten gefühlt habe. Ich würde tatsächlich von mir behaupten, ich war in diesen Momenten wirklich so ein Psycho-Girlfriend. Und das ist schon krass, wenn man sowas sagt. Ich wollte das, in diesem Moment wollte ich nicht so sein. Also dieses typische, was man vielleicht aus Memes kennt, so dieses Girlfriend, das halt so seltsame Sachen macht. Und so habe ich mich in diesem Moment gefühlt und es war kein schönes Gefühl. Aber ich wollte das einfach mit euch teilen und wenn ihr dieses Gefühl kennt, möchte ich euch sagen, mein Weg, der mich da rausgeführt hat, war Jesus. Für diese beiden Tattoos habe ich 250 Euro bezahlt. Also ich habe eigentlich alle vier Tattoos innerhalb von einer Woche bekommen. Also habe ich die eigentlich alle zusammenstechen lassen und habe dann 450 für alle zusammen bezahlt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tattoos. Waren das alle? Bevor ich irgendeins vergesse. Aber ich glaube, das war's. Ja, ich glaub, das war's, genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Fragen rund um meine Tattoos habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann beantworte ich das noch, falls ich irgendwas vergessen habe. Und ich wünsche euch noch einen super schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!